Ja, herein. What the fuck? Sorry, Alex. Ja, hoi. Hoi. Guten Tag. Hoi, was führt dich zu mir, Alex? Ja, mir geht's wieder ein bisschen verschissen. Ich habe so ein scheisses Problem. Hast du sicher gehört, da VBT, Rap Battle. Ja. Jetzt sind wir im Halbfinale gegen Taiwans. Und der Remo ist im Spital. Ich muss jetzt allein irgendwie die Matierrunde sicher mal allein machen. Gut, ich hole meist zwei Feeds ins Boot, aber ja. Und ja, weißt du, Taiwan sind schon gute Gegner. Sie sind stark, ja. Sie sind stark. Ich meine, ich finde sie ja selber geil. Sie sind lustig, sie sind sympathisch. Ja, eben, Rap ist zwar. Aber gleich, weißt du, auf das Gesamtpaket. Und die Videos sind krass. Und und ich weiß einfach nicht, wie ich sie angreifen soll, wie ich sie fertig machen soll. Ich weiß es nicht. Schau, Alex, es ist so. Heutzutage haben Menschen eine furchtbar kurze Aufmerksamkeitsspanne. Sie wollen ständig abgelenkt sein, oder? Sie nehmen sich keine Zeit mehr, um sich zu vertiefen. Und da kommen so Leute wie Taiwans mit ihrer, ich sage jetzt mal, RTL-2-Mentalität genau richtig. Oberflächlich. Ja, es ist ein bisschen blöd, oder? Dass man ein bisschen lachen und sich ein bisschen wohler und freier fühlen. Ein bisschen Fremdscham-Faktor, dass man sich noch ein bisschen besser ist. Und das nutzen Taiwans perfekt aus. Den Zeitgeist nutzen sie super aus. Mhm. Und wahrscheinlich hocken sie daheim und lachen sich ins Fäustchen. Ganz blöde Fans. Aber, Alex, nichts ist verloren. Ich schaue in der Karte. Genau, ich kann dir sagen, wie du vorgehen müssen. Mhm. Und ich sehe da, ja, Prinzessin von der Kelch, ja, die Sonne. Also du musst dich auf deine Talente verlassen. Eindeutig auf deine Talente. Wie meinst du das so? Ja, deine Talente sind. Flow ist dein Talent, ne? Du hast einen guten Flow. Nein, deine schwer. Technik im Allgemeinen ist nicht zu bemängeln. Ja. Deine Punchlines. Unbestritten die Besten in dem ganzen Battle. Sag jetzt. Ja. Und das müssen sie ja begreifen. Mhm. Weil es geht schließlich genau um das bei Rap. Bei einem Battle geht es um Rap, oder? Mhm. Oder? Nicht um wer sucht den Super Asi. Aber ich sehe auch da Quälerei, Trägheit. Also du wirst das Battle nicht gewinnen. Jetzt hast du doch gesagt, ich muss doch in Punchlines und geile Rhymes und nein, so. Du wirst nicht können. Du hast keine Chance, Taiwan sind viel geiler als du. Heb die Schnur, weißt du es, Mann? Nein, also. Fick dich. Das habe ich nicht gesehen. Eine Nudel sein, also ein Ganztag. Man kann im Winter, Sommer, man kann morgens, abends essen. Eine Nudel ist ja wirklich ein sehr leckeres Gericht. Man kann Nudeln machen warm, man kann Nudeln machen kalt, man kann Nudeln machen kalt. Haha, jetzt definiert Faggots nochmal über den Heroes Beat Rapper. Yeah, Gabedoy. Yo, ich bin ein Spitze, will ich mit einfach schnell mit und schwule Scheißbombs zerficken, was ich mit Highwands betippe. Ich lauf einfach durchs Ziel. Dann ich bin wie ein guter Office-Psycholog, will jeder Highwand besiegen. Die Boy Master stich auf Tracks, noch neu mit 16 Kicks da weg. Ich bin ein schlechter Witz und mache nur mehr lächerliche Tracks. Und all die Kids, ja, die machen Wellen, seit ich rap. Und ihr farbigen Vögel machen nur mehr Wellen, seit ich rap. Hey, fuck, man, ich leg die Stampen flach und das auch noch die ganze Nacht. Ich hab die Pumps, da hat die Chilling und ich mal an den Tank geschafft. Du behinderte Klon, machst auf Chili den Ton. Aber schaff schon den Tank, steht für einen billigen Lohn. Und du bist kein schwuler Gärtner, aber schiebst grad ins Vater. Yo, ich flieg deine Frau zu deiner Lieblingsballade. Fresh in Klimaanlage. Und das hier gönnen dir, das nimmt keinen an wie eure Feature-Abfragen. Taiwans, kein Problem, nie gehört, nie gesehen. Wie zerstört, bleich und ohne Bewegung, wie aus Lehm. Auf Wiedersehen, weiß ich was, Nigga, Opfer sind das einzige, was raussticht, ein wabbeliges Doppelkind. Packt eure Koffer, Kids, bevor der Mars besoffen ist. Ich drop den Shit, die Reste der Taiwans werden mit nem Mob gewischt. Hoffentlich, Psycho-Clan, jagen euch durchs Internet. Euren EV-Dream kriegt ihr höchstens durch Behindy-Rap. Ich bin die Keks, wer hat die Jury hier nur ausgesucht? MK, die Pfeifer, erkennt noch nicht mal Autotune. Geschütze auffahren, wir brechen hier den Staudamm. Psycho, die Flut trifft dich dann sicher auch, Mann. Der Bauplan war genau, Mann, komm ins Battle, dann sind wir flow, flexibel, so wie Elastan. Wir retten die Szene vor all diesen Bängern, sie heben die Hände und riechen wie Penner, auch okay. Ich persönlich geb nen Fick aufs VBG. Ich hab zwar schon verloren, aber fick der Haiwan hat mir Gott befohlen. Jetzt geschieht denn an uns nicht, wie seid's zusammen und die sind so geworden. Ihr könnt gern wieder einen Song performen, ich bringe euch in hohen Bogen mit groben Strophen unter die roten Rosen. Ey yo,
noch, stecken euch einen Mixer durch die Augen und nennen es Brainstorm. Echt, man, den Dreck kann man wegklatschen. Weder mit Treffen, deiter mehr mit Sprints, Tüe aus dem Käseladen. Und deine Bitch sicher gefickt, guten Sex hat sie nicht kennt. Und darum wird sie jetzt im Giftzimmer geflickt. Was wieder so ein Kack performen, damit ihr schneller Geschlechter könnt wechseln. Hat er doch Wanderhoden, gibt die verdammte Strophe. Iros, we legs die wahren Boten vor Hades vor. Dann können wir schon in Hakenform und geben euch Paratoren. Dass sie punchen zu Lines gegen Lachen und Scheiß. Habt ihr das kapiert? Punchline-mäßig überlagen, rhyme-technisch überlagen. So, dass die scheiß-technischen Highwands nicht überlaufen. Sander in den Hosen, in den Draufgänger-Posen. Yo, ich fick auf euer Volley-Gamber, Ausländerlosen. Ihr habt den Spulsgen in den Venen und stehen drum im Mittelpunkt von dem Turnier wie der Schaumspray in den Venen. Doch ihr bleiben nicht lang da, so wie ein Neuwagen groß. Dann ihr werdet schnell und billig, so wie Joyce in der Hood. Und der Remo, ja, er liegt halt leider im Spital. Ich wünsche ihm gute Besserung und fick mir leid ums Halbfinale. Dann ist Slim for funny und eure Storys sind dope. Aber ich rap dreimal besser und das ist keine Comedy-Show. Ja, wir kommen vorbei und killen die Bums. Nur ein paar Cheese mit billigen Schuhen. Ich pack euch Nudeln und schmeiß in den Kübel, denn heute zum Tag geht's himmlisch. Und ich denke, so Spaß, das war heftig, dass ich meine, sie kommen nicht mehr klar. Wieso schön ihr jetzt noch da? Ich würde mich so schämen, wäre ich so ein hinterbliebener, minderbemittelter Volldebile. Hey, boah, ich stress, weil mir das Fall bei Defizit kann, aber ich kann eh nichts tun, haha, ich kann. Ich bin was für Heiband. Ich bin im Internet ganz cool, aber live ziemlich scheiße, ja, dann schimpfen alle Buhs. Ich bin ein Heiband. Und ich schäme mich dafür, aber jetzt hab ich ein bisschen Fame und mich kennen dort von drei. Ja, mein Heiband. Ich will einen schönen Trainer haben von Adidas, aber bekomme nur farbige Lümpfe von der Caritas. Ich Heiband. Ja, ich tu noch mit bisschen Klass, denn in der Schule hab ich's verpasst. Yeah, schau, ich bin ein Spaß. Und ein Heiband. Und der Atlas macht mir riesen Video. Doch meine Rhymes sind scheiße und fast so mies wie meine Flow. Heiband. Und mein Homie macht mir kranke Beats. Und meine Texte sind gut, wenn mir der Jones ein paar Punches schreibt. Heiband. Ey, doch hier am Tag keine Chance gegen mich. Wie ein fucking Kranz, ich schick mir Zwangsvergleich. Denn wir sind nur Faggots. Nein, Faggots.